Musiker in Friesack und ich habe hier den Pressesprecher von Pax Terra vor mir sitzen. Das ist der Matthias Tretschuk, bekannt auch durch Gegen den Krieg in Jemen und Free Assange Berlin. Und er erzählt jetzt mal ein bisschen von seiner Arbeit und von seinem Wirken. Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gäste. Mein Name ist Matthias, wie bereits angekündigt. Und das Pax Terra Musica findet dieses Jahr zum 14. Mal statt. Wir hatten die letzten 2 Jahre leider Pause aus bekannten Gründen. Und wir sind besonders stolz und fröhlich, dass wir dieses Jahr das Friedensfestival Pax Terra Musica 2022 wieder durchführen können. Und so wie Sandra schon gesagt hat, ich bin der Pressesprecher von Pax Terra Musica seit 2016 dabei. Ich habe mit Malte Klinghoff, dem Geschäftsführer von der gemeinnützigen GmbH Pax Terra Musica, mitgegründet. Und seitdem sind wir also unterwegs für den Frieden und für die Gemeinschaft, für die Meinungsvielfalt und natürlich für die Völkerverständigung. Jetzt mag man meinen, ja, was hat der Jemen vielleicht mit Pax Terra Musica oder was hat der Jemen mit Julian Assange zu tun? Das ist gar nicht so sehr schwer zu verstehen, wenn wir zurückdenken, dass WikiLeaks zu Julian Assange 500.000 E-Mails, geheime E-Mails veröffentlicht hat auf seiner Plattform WikiLeaks. Und unter anderem ist dort eben beschrieben in diesen WikiLeaks-Dokumenten von Hillary Clinton, dass sie mit Saudi-Arabien einen Rüstungsdeal von über 80 Milliarden Euro vereinbart hat. Und ohne diesen Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien wäre Saudi-Arabien bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg überhaupt zu beginnen. Selbst heute mit den ganzen Rüstungsexporten, die also durch die USA hauptsächlich geliefert werden, aber auch durch europäische Regierungen wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland sowieso wieder mit dabei, wie immer, auch mit Rammstein, wird Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und all die ganzen beteiligten Kriegsländer wären nie in der Lage, diesen Krieg gegen den Jemen zu führen.